Blonde Haare, immer gut gekämmt, markante Sonnenbrille und kräftige Stimme. 98% aller Deutschen kennen den in Düsseldorf geborenen Sänger Heino. Er ist fast ein deutsches Markenzeichen, das selbst dem Wandel der modernen Pop-Generation gerecht wurde, als er mit Caramba und Carajo die Rhythmik seiner Lieder in den Rap pushte. Heino hat 15 Millionen Tonträger verkauft und ist mit Hits wie Blau blüht der Enzian und Die schwarze Barbara jahrelang in den Charts nach vorn gestürmt. Nach über 50 Jahren gab er auf der Bühne seine Abschiedstournee. Und jetzt? Na, Heino und seine Frau Hannelore, sie wohnen zusammen in Bad Münstereifel und genau dorthin entführt sie der folgende Film. Herzlichen Glückwunsch, Heino! 98% der Deutschen kennen ihn. Den Mann mit der schwarzen Brille und den immer blonden Haaren. Heinz-Georg Kramm, alias Heino. Ein deutscher Superstar aus Bad Münstereifel, inzwischen längst Kultfigur und bekannter als manch ein Spitzenpolitiker. Heino ist schon, soll man sagen, so die deutsche Eiche des deutschen Liedgutes. Der Heino ist Heino. Er singt Deutsch, aber der ist für mich ein Unikum. Er ist der Mensch, er ist Heino auf der Bühne. Für die Fans ist der Schlagersänger immer noch einer von ihnen. Ein großer, der in 40 Bühnenjahren nie abhob, sondern immer der gleiche blieb. Der gut erzogene Junge, der weiß, was er seinem Publikum schuldig ist. Fans hat er inzwischen rund um die Welt. In China und Polen gibt es angeblich sogar Lehrinstitute, die mit Heino-Texten die deutsche Sprache vermitteln. Insgesamt 50 Millionen Mal gingen seine Lieder weltweit über die Ladentische. Mein Name ist Heino Kramm, geboren am 13.12.1943 in Düsseldorf. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen, sagt Heino. Mehr noch, er sei ein richtig armes Schwein gewesen. Doch trotz Krieg und finanzieller Misere blickt er auf ein behütetes Zuhause zurück. Wir waren evakuiert nach Großenhain bei Dresden. Und nach Kriegsende musste ich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, sind wir wieder zurück nach Düsseldorf. Und dann habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Wie gesagt, wir haben in Trümmern gespielt, wir haben auf der Straße Fußball gespielt, Räuber und Gendarm und alle diese Spiele, die man damals gemacht hat. Ich habe nichts anderes gekannt als Krieg, wie ich so jung war. Für uns gab es nur einen Wunsch, nach Hause kommen, egal wie. Düsseldorf-Oberbilk, Kirchstraße 59. Hier verbringt Heino seine Kindheit und Jugend. Hier stand ganz groß der Name Kramm. Das ist mein Familienname. So, das ist mein altes Haus, wo ich gewohnt habe. Aber wenn ich das hier so sehe, es hat sich noch nichts verändert. Ja, wir haben mit 11 Personen oder 13 Personen auf 33 Quadratmeter gewohnt. Es waren drei Zimmer. Jedes Zimmer hatte so um die 11 Quadratmeter. Toilette war eine Etage tiefer. Aber es war schön, es war gemütlich. Wir kannten es nicht anders. Um die Familie über Wasser zu halten, muss die Mutter putzen gehen. Ihren beiden Kindern gibt sie zwei Dinge mit auf den Weg. Bescheidenheit und die Liebe zur Musik. Vor allem ihr Jüngster, so heißt es, habe schon singen können, bevor er sprechen lernte. Mein Großvater hat im Kölner Dom die Orgel gespielt, der war Kantor, der war sehr musikalisch. Mein Vater wusste nicht, ob der sehr musikalisch war, weiß ich nicht, aber meine Mutter wiederum, die hat gesungen wie ein Glöckchen. Und bei uns zu Hause und auch die Geschwister meiner Mutter haben alle musiziert. Und da blieb es natürlich nicht aus, dass es
Nesthäkchen, das war ich in der Familie, auch Musik gemacht hat. Ja, ich habe das Musiktalent also sehr früh entdeckt, ne? Und da habe ich nun beschlossen, meinem Jungen eine Freude zu machen und ihm dann ein Akkordeon zu schenken. Und das habe ich nun Weihnachten 1948 gemacht, ne? Und seitdem habe ich dann immer Akkordeon gespielt und meine Mutter, das wusste ich, da habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass meine Mutter, die ja Kriegerwitwe war, sehr wenig Geld hatte, für 5 Mark jeden Monat das Akkordeon abgestottert hat. Aber das Akkordeon habe ich noch heute und das werde ich auch immer in Erinnerung behalten. Wenn mein Bruder aus der Schule kam, dann ist er in das dritte Zimmer gegangen, in das letzte Zimmer, haben wir immer gesagt. Das Fenster war zur Straße raus, dann hat er das Fenster aufgemacht, hat sein Akkordeon geholt, hat sich auf die Fensterbank gesetzt und hat Akkordeon gespielt. Und unten standen Leute. Und unten stehen die Leute immer noch, sind mit ihm älter geworden. Doch auch für Heino kam vor dem Ruhm die Arbeit. Seine Mutter besteht darauf, dass ihr Sohn etwas Ordentliches lernt und nicht etwa Musik studiert. Für 50 Pfennig Lohn die Woche muss Heino als Bäckerlehrling schuften. Die Musikkarriere treibt er nach Feierabend voran. Mit einem Trio zieht der schlaksige Blonde über die Dörfer. Von Betriebsfeier übers Schützenfest zum Heimatabend. Und eines Tages landet er in Quakenbrück. Der Tag, der sein Leben veränderte. Ich befinde mich hier im Gasthaus Gößling in Quakenbrück an der B68 gelegen. Vor einigen Jahren gastierte hier Ralf Bendix und entdeckte Heino, der hier in einer Dreimann-Band verpflichtet war und einige seiner Lieder zum Besten gab. Star des Abends war Ralf Bendix gewesen und darauf hatten wir uns auch so ein bisschen vorbereitet. Wir hatten ja auch immer so ein bisschen Ehrgeiz gehabt, besser zu sein als der Star des Abends. Er sang genau wie Freddy. Wenn sie also die Augen zugemacht haben, haben sie geglaubt, Freddy singt. Das war sein großer Vorteil. Und da ich mich damals schon damit befasst habe, das deutsche Volkslied gut wieder ins Geschäft zu bringen, war er für mich der ideale Mann. Bendix war der einzige, was ich nennen würde, Manager in Deutschland. Er hat Heino nicht nur entdeckt, der ist von Plattenfirma zu Plattenfirma gegangen und hat immer gesagt, ich hab den Mann und so weiter. Er hat Heino verkauft, er hat Heino groß gemacht. Das war ein Singen in dem ganzen Heere. Während die Beatles in Deutschland die Charts stürmen, setzt Heino deutsches Liedgut dagegen. Es war ja der Erste, der nach der großen Zeit der Quins und der Valentes und Frobes und wie sie alle heißen, quasi wieder ein Statement, ein Bekenntnis zur deutschen Volksmusik gegeben hat. Und hat damit eben einen Markt geschaffen, der in dem damals aufrührenden Markt der Beatmusik, des Rock'n'Rolls, den es ja auch vorher nicht gab, eigentlich so einen Ausgleich herzustellen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, so die Volksmusik ist so ein bisschen die Volksbank vor der deutschen Seele, die Parkbank vor der deutschen Seele. Und die hat, glaube ich, Heino in der Form angegriffen und angerührt. Wenn die bunten Fahnen wehen. Bisschen mehr. Noch ist Heino nur eine schöne Stimme. Doch Ralf Bendix sorgt dafür, dass sein Schützling zu einem Markenzeichen wird. Der Abschied uns nicht schwer. Das Einzige, wo ich immer hinterher war, war die Glaubwürdigkeit. Er kannte die Texte nicht, er hat einfach nur die Texte gesungen. Und mich betraf, ich wollte die Wirkung der Texte glaubwürdiger haben und habe mich dann hinter das Mikrofon gestellt und habe dann gearbeitet und habe dann so gestanden und laut und dann wieder leise und manchmal musste er lachen, dann mussten wir die Aufnahme nochmal machen, aber was rauskam, war gut. Leuchtet die Sonne. Der Plan geht auf. Gleich die erste Single verkauft sich 360.000 Mal. Die zweite 200.000 Mal. Nee, wir müssen mal abbrechen. Stopp bitte. Heino, mein lieber Heino, beim Refrain, wenn die bunten Fahnen wehen, dann muss man das Gefühl haben, dass die aber auch wirklich wehen.
Verstehst du? Und wenn die Sonne scheint, freudig reingucken und... Nicht nervös werden, ruhig singen, genau auf dem Weg, nicht verschleppt. Ja, und intonationsmäßig richtig. Pump dich auf wie ein Maikäfer, Junge. Schön in die Brust werfen und dann ruhig und tief singen. Wollen wir es nochmal machen? Pass auf, die nächste Aufnahme ist es. Ja, und dann habe ich mich natürlich an die Arbeit gewöhnen müssen, an viel Arbeit. Und mein Produzent war ja, den haben wir nachher auch Trainer genannt, der war ja sehr streng mit mir und was auch sehr gut war. Und naja, der hat dann so ein bisschen auf mich aufgepasst. Und die Schlusskonsonanten nicht verschlucken. Okay, gut, bitte Aufnahme ab. Du musst einsam aussehen und Rollkragen tragen, rät Bendix. Das mache den schüchternen Blonden interessanter. Und Heino ist froh, dass er sich nicht allzu sehr verbiegen muss. Wenn die bunten Fahnen wehen, geht's die Fahrt wohl übers Meer. Genügend Teil? Ich will ein bisschen mehr nehmen. Lass mal. Mach mal Heino, ja? Mhm. Glaubst du, hast genug? Ja, stopp. Leuchtet die Sonne. Ich war nie so der Lustige. Ich war eher der Traurige, der Zurückhaltende. Ich wollte nie im Vordergrund stehen, weil ich dafür viel zu viel Respekt hatte, mal im Vordergrund zu spielen. Und ich, weil ich auch, wie gesagt, Angst hatte. Und da hat Bendix gesagt, benimm du dich so, wie du gerne möchtest, verstell dich nicht. Ich wollte damals anfangen, Hochdeutsch zu sprechen. Hat er gesagt, bist du verrückt? Brauchst du nicht Hochdeutsch zu sprechen? Adenauer hat doch nicht Hochdeutsch gesprochen. Heino zu führen ist, wenn man ihn überzeugt, leicht. Wenn man ihn nicht überzeugen kann, schwer. Uns ist es bisher zum Glück immer gelungen, ihn zu überzeugen. Vielleicht brauchten wir ihn auch gar nicht zu überzeugen, sondern wir arbeiteten auf einer Wellenlänge. Ich arbeite nicht an den Liedern mit, das überlasse ich dem Team, weil ich da ein volles Vertrauen habe. Im schönsten Wiesengrunde ist mein Heinos Team sorgt dafür, dass der Junge aus dem Volk die richtigen Lieder singt. Richtig heißt unvergänglich schön und vor allem ohne traurige Zwischentöne. Strophe gehen. Warte mal, wie geht die? Sterb ich in Talesgrunde, will ich begraben sein. Stopp. Sterben geht nicht. Erinner dich, wir hatten damals mit Bergwagenboden Den Tod im Nacken, wieder an der Wand hängt. Müssen wir wieder rausschneiden. Lass mal. Mach mal weiter. Lass ihn noch. Guck mal nach. Er fühlte sich eigentlich bei uns gut aufgehoben. Es war ja auch, also wir haben ja nicht gegen den Interpreten oder gegen den Menschen Heino gearbeitet. Wir haben ja praktisch erkannt, seine Qualitäten, wie die Ausdruckskraft in diesen Liedern und so weiter, und sind ihm dann, haben dem entsprochen in unseren Beratungen, was er singt und wie er es zu singen hat. Und so weiter. Wie halt ein Produktionsteam um einen Künstler herum eigentlich für ihn sorgt. Wenn er singe, fühle er sich befreit, sagt Heino. Interviews sind nicht seine Sache. Weil eine Krankheit seine Augäpfel Anfang der 70er immer stärker hervortreten lässt, muss er eine schwarze Brille tragen. Nicht umsonst wird sie zum Markenzeichen. Immerhin kann man sich dahinter verstecken. Die Medien wollten ihn ja immer interviewen. Deshalb bin ich in den Anfangsjahren immer mitgefahren, wenn er ein Interview hatte. Und habe ihn den Anfang sagen lassen und dann bin ich reingegangen und habe übernommen, weil ich wusste ja, wie die Zielrichtung war. Er hatte die Planung ja nicht. Denn das war ja eine Planung für Erfolg und für das Volksliedgut. Ja, ich glaube zu sagen, das Erfolgsrezept liegt darin, dass ich alte, deutsche, bekannte Fahrtlieder singe, modern arrangiert mit Gitarrenrhythmus. Heino alias Heinz-Georg Kramm wird der Sänger der schweigenden Mehrheit. Einer Umfrage zufolge sind Heino-Fans überwiegend links und überwiegend Gewerkschafts- und SPD-Mitglieder. Auch Willy Brandt soll überzeugter Heino-Fan gewesen sein. Noch kennt man den Star weniger durch die Medien als durch Musikboxen in Kneipen. Das Auftreten ist immer schlicht und einfach, er ist immer der gleiche, kann kommen, wann er will, immer mit der guten Laune.
einmal mit ihm tanzen. So, ja, ich tanze gerne. Gary! Ja. Und besonders mit so einer hübschen, charmanten Dame wie sie. Das ganze schlichte Auftreten, was er hat, ist überhaupt gar nicht. Könnten Sie sich in ihn verlieben? Könnte ich auch. Schwindelnde Höhen steigen dem Gipfelkreuz zu. Heino ist so, wie ihn die Fans und vor allem die Plattenfirma haben will. Unkompliziert, normal und mit dem Pflichtbewusstsein eines musikalischen Missionars. Hätte er jemals ein anderer werden können? Einer, der ausbricht, gegen die Gesellschaft ansingt oder einfach nicht mehr funktioniert? Wohl kaum. Heino, Sie haben einen Mitsinger bekommen. Ja, mir ist jeder Sänger sympathisch. Wenn Ihre Fans von Ihnen verlangen würden, dass Sie sich einen Bart stehen lassen sollen, was dann? Da kann ich nur sagen, das ist zu viel verlangt, denn mir wachsen gar keine Barthaare. Heino, singen Sie nur Deutsch? Ich singe nur deutsche Lieder, ja. Warum? Wenn zum Englisch singen oder Französisch, gibt es genug Sänger, es gibt genug ausländische Sänger, die sollen ausländisch singen, und ich finde, als deutscher Sänger soll man doch deutsch singen. In Deutschland gibt es ja viele Missverständnisse. Sobald man deutsch singt, wird man ja leider gleich in die rechte Ecke hinein interpretiert. Und wenn man zur deutschen Sprache steht, und das hat ja Heino getan, wird man auch automatisch gleich, wenn man es denn gerne böse meint, in diese Richtung hineingedrängt. Ich wusste damals gar nicht, was rechts und links war. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich wollte Menschen Freude bereiten. Ich bin ja in einem kommunistischen Viertel in Düsseldorf-Oberbild groß geworden. Also habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich, was ich da singe, wo das herkommt. Wie kann man ein Volkslied, sagen wir mal, angreifen? Das ist der musikalische... Der Mutterboden einer jeden Nation, Volkslied, ob es das Polen sind oder ob es Amerikaner, Engländer, Franzosen. Jeder ist stolz auf sein Volkslied. Es ist für uns eine Zeit angekommen, sie bringt uns eine große Freude. Als Arbeiterjunge habe er der SPD immer näher gestanden. Und eigentlich sei er ein verkappter Grüner, aber ein politischer Sänger sei er nie gewesen, so Heino heute. In den politisierten 70er Jahren geistert er als Karikatur des reaktionären Deutschen durch die Medien. Die Volksmusik hatte Gegner. Zum Beispiel die erste Platte von Heino wurde von keinem deutschen Sender aufgekauft und somit auch nicht gespielt. Ich war immun. Weil ich ein gutes Team hinter mir hatte und eine ganze Schallplattenfirma hinter mir stand. Und Bendix hat immer gesagt, Heino, guck doch mal auf dein Bandkonto. Trotz des ständig wachsenden Bankkontos behält Heino seinen Lebensstil bei. Mit seiner zweiten Ehefrau Lilo, mit Uwe, dem Sohn aus erster Ehe, und 6 Pudeln lebt er in Öpenich in der Eifel, fernab jeden Rummels. Die wenige Zeit, die er zu Hause ist, will er in Ruhe mit der Familie verbringen. War doch bereits die erste Ehe mit Henny, der Schwester eines Bandmitglieds, am ständigen Unterwegssein des aufstrebenden Stars zerbrochen. Wenn ich 4 Tage von zu Hause weg bin, habe ich schon Heimweh. Die Lilo ist eine sehr gute Ehefrau, eine gute Mutter zu unserem Kind. Meinen Mann zu beschreiben, ist sehr schwer, weil er zu normal ist. Er ist ein normaler Ehemann und Familienvater. Ich bin natürlich sehr stolz auf den Erfolg meines Mannes. Ich hoffe, dass mein Mann so bleibt, wie er bis jetzt ist, sein Leben so weiterführt. Privatleben gibt es in unserem Haus, in unseren eigenen 4 Wänden, aber... Ich kann mit meinem Mann heute nicht mehr tanzen gehen. Ich kann nicht mehr in einem Lokal sitzen, ruhig wie andere Leute. Ich muss immer darauf gefasst sein, dass man angeguckt wird. Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen der eiskalten Winde, blaues Gesicht. Wir sind schon der Meere so viele gezogen und dennoch... In seinen Liedern huldigt er der Welt der großen Gefühle. Das eigene Leben verläuft für damalige Verhältnisse nicht ganz so stromlinienförmig. Die Karriere hat ihren Preis. Familienalltag ist nahezu ausgeschlossen.
Uwe, der Sohn aus erster Ehe, für den er das Sorgerecht erkämpfte, kommt ins Internat. Als Teil einer Unterhaltungsindustrie, die ihn voll und ganz vereinnahmt, ist es für den Vater Heino trotzdem keine Frage, welchen Weg er einschlägt. Das Problem war ja damals wie heute bin ich so viel unterwegs und ich konnte ja jetzt nur nicht sagen, da wäre dumm gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, so jetzt mache ich meine Karriere nicht mehr, jetzt passe ich auf meine Kinder auf. Das sollte man ja nicht tun, denn wenn ich Bäcker geblieben wäre, hätte der Uwe sich nicht so viel erlauben können, hätte dies und jenes nicht machen können, ich auch nicht. Ich sehe das von vielen Kollegen, die sagen, ja, man hätte ja auch so sich mehr um Kinder kümmern müssen. Das geht gar nicht. Wenn man viel Erfolg hat, dann kann man nur einen Herrn dienen und nicht zwei Herren. Und wenn man zwei Herren dienen will, das ist ein Interpret oder wer auch immer sagt, der hat nicht viel Erfolg. Aus Heinz-Georg Kramm ist ein öffentlicher Mensch geworden. Seinen Beruf begreift er Zeit seines Lebens als einen Dienst am Publikum. Er ist 100% Profi, immer zu 100% für die Fans da. Für mich ist ja jeder Fan ein Kunde, den behandle ich anständig. Ich habe viele Interpreten, Künstler in meinen 40 Jahren gehört und gesehen, dass sie das Publikum nicht so hovieren, wie es sich für nötig hält. Guten Abend. Nehmen Sie ruhig Platz. Ich habe extra für Sie einen Stuhl herstellen lassen. Wie geht's Ihnen denn? Sie sehen noch gut aus. Setzen Sie sich ruhig. Bitte schön. Ohne Ihnen zu stehen. Vielen herzlichen Dank. Wie heißen Sie denn? Elfriede. Elfriede heißen Sie. Das ist ein schöner Name. Nur Heino hat immer akzeptiert und vor allen Dingen Künstler, die über 30, 40 Jahre im Markt sind, die wissen natürlich, dass der Fan das wichtigste Gut ist. Da ist nicht die Plattenfirma, die sind austauschbar. Das sind nicht die Läden sind austauschbar, aber der Fan ist nicht austauschbar. Nämlich den zu erhalten gilt es. Und mittlerweile setzt sich das im Schlagerbereich, im Volksmusikbereich so ohnehin, auch im Popbereich langsam wieder durch zu begreifen, dass ein langfristiges Vertrauen in die Fans natürlich auch wichtig ist, um eine Karriere zu gestalten. Zu Hochzeiten des Beats verkauft Heino mehr Platten als die Beatles. Sich selbst sieht er als Lokomotive der Volksmusik. Startet Nummer 9, zweiter Platz. Ja, ja, die Katja. Die hat ja. Heino, zweiter Platz. Die ZDF-Hitparade, wo er seit 1969 Stammgast ist, wird für Heino zum Selbstläufer. Goldene Schallplatten, goldener Elektrola-Hund, goldene Europa, goldener Löwe, Bambi, erfolgreichster Sänger des Jahres. Kaum eine Ehrung, die an Heino vorbeigegangen wäre. Wenn man in der Hitparade war, wusste man am Montag darauf, sie war zuletzt Samstag, sie war aber auch schon mal montags, aber ich rede jetzt ZDF-Hitparade, am Samstag, der Künstler hat gesungen und er wusste am Montag darauf, gehen 10.000 Single-Schallplatten über die Ladentheken, so viel machte damals erfahrungsgemäß alleine eine ZDF-Hitparade am Tage danach aus. Wo Licht ist auch Schatten, wo weiß ist auch schwarz, doch schwarz muss nicht drin. Eine neue Nummer 1 tritt im Frühjahr 1977 in einer Fernsehshow in Heinos Leben. Nun sitzt da oben in der 20., 30. Reihe ein Blondschopf mit dunkler Brille. Ich gehe rein, sehe Heino und sage, Heino, können Sie sich nicht erinnern? Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Auch Heino erinnert sich noch gut an Prinzessin Hannelore von Auersperg. Alles hat mich an Hannelore fasziniert, wie sie gesprochen hat, wie sie gesungen hat. Und da war alles schon toll und ist ja heute noch toll. Bei Auftreten, und die Hannelore kam jetzt in den Saal, haben wir festgestellt, dass die Leute sich mehr nach der Hannelore umgedreht haben als nach ihm. Vorher war die ganze Aufmerksamkeit pur auf Heino gelenkt. Und jetzt plötzlich war sie, und das schmeckte uns natürlich nicht. Und ich war der Meinung aus Erfahrungen, ein Sänger, der Sänger ist und alleine ist, hat eine größere Möglichkeit, Fans zu kriegen,
als wenn jemand Freundin hat. Ja, und man nicht genau weiß, heiratete sie oder heiratete sie nicht. Und dazu wollte ich sie erst gar nicht kommen lassen. Ich habe nur auf der Welt allein deine Liebe. Wochenlang beherrscht die Romanze die Schlagzeilen. Heine und Hannelore werden, obwohl sie beide noch verheiratet sind, zum Paar des Jahres stilisiert. Nicht ganz im Sinne seines Teams. Ich hatte damals in der Schallplattenfirma sehr viel Schwierigkeiten mit meinem Produzenten, mit meinem Texter, die ja natürlich auch aufgeregt waren. Und der Ralf Bendix, der mich entdeckt hatte, wir hatten 20 Jahre gut zusammengearbeitet, sah seine Fälle schwimmen, weil er jeden Tag irgendwo in den Medien, Heino, 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 Prinzessin, Prinzessin. Das war natürlich eine anstrengende Zeit in der Firma. Und dann hatten wir auch ein Meeting, wir wurden bestellt zur Schallplattenfirma und Handlow wurde klipp und klar gesagt, Frau Auersberg, Sie müssen den Heino verlassen, Sie kosten uns viel Geld. Ja, und ich saß da, ich habe natürlich nichts gesagt, was soll ich auch sagen? Handlow war ja angesprochen, ja, hat die Handlow gesagt, okay, dann gehe ich dann mit dem Heino. Am 4. April 1979 heiraten Heine und Hannelore in Bad Münstereifel. Heino widersetzt sich den Spielregeln des Geschäfts. Die kennt auch seine Frau nur allzu gut, hat sie doch eine eigene Karriere als Sängerin. In Zukunft wird sie hinter der Bühne bleiben und ihrem Mann den Rücken frei halten. Sie möchte eigentlich immer nur Freude machen. Und Heino ist diese wunderbare Zurückhalt, dieser ruhende Pol. Also Heino ist der ruhende Pol, der sagt, Hannelore, macht es schon. Und sie macht es gerne. Sie darf das alles machen. Und ich glaube, er genießt es, dass für ihn das alles getan wird. Eine bessere Frau hätte er sich gar nicht wünschen können. Ich glaube, wenn Hannelore mal nicht mehr ist, oder man darf gar nicht dran denken, mein Bruder ist dann ein armer Mensch. Ich glaube, er läuft dann auch mit zweierlei Schuhen, zweierlei Socken rum. Die Ehe zwischen dem deutschen Volkssänger und der österreichischen Prinzessin verläuft seit fast 30 Jahren ohne große Krisen und Skandale. Eher in Dur als in Moll. Das Paar lebt zwar mehr oder weniger zurückgezogen in Bad Münstereifel, doch noch immer begleitet die Boulevardpresse fast jeden ihrer Schritte. Und Heine und Hannelore spielen mit. Siehst du, wenn man dran glaubt, der hilft immer. Also zu Hause macht Hannelore alles, mache ich gar nichts, was es im Haus anbetrifft. Und was Beruf anbetrifft, das wird mit uns durchgesprochen. Da wird Arbeitsteilung gemacht. Hannelore macht die ganzen Kontakte zwischen Fernseh, Rundfunk. Und ich bin für Schallplatte zuständig und bin für Bühne zuständig. Und alles, was so abgesprochen wird, wenn ich so mal merke, da ist ein Journalist oder da ist der oder da ist hier was zu regeln, da schicke ich die Hannelore los. Das kann ich nicht. Das ist die Hannelore professionell und die sagt dann, das wollen wir nicht, das tun wir nicht. Und deswegen auch das Gefühl, die Hannelore hat die Hosen an und ich habe die nicht an. Musikalische Liebesbekenntnisse vor versammeltem Publikum sind für die beiden normal. Wo das Private aufhört und die Show beginnt, wissen nur sie selbst. Für den Fan sind die beiden bis heute ein Traumpaar. Vor 27 Jahren hätte ich mir sehr gewünscht, ein Kind mit Heino zu bekommen. Nur hat es leider nicht geklappt. Jetzt ist er mein großes Kind. Ich bemutte ihn, ich bedüttel ihn, ich mache alles mit ihm gemeinsam. Und wahrscheinlich ist es das Geheimnis einer guten Ehe, wenn man vieles und alles fast gemeinsam macht.
In den 80er Jahren, nachdem es ein wenig stiller um Heino geworden ist, bietet ihm die Geschichte die große Chance. Heino, mit welchen Gefühlen fahren Sie jetzt in die DDR? Ich muss Ihnen sagen, dieses Gefühl habe ich vor 40 Jahren gemacht. Wie ich noch Kind war, ist für mich ein Gefühl geworden. Zu DDR-Zeiten galt Heino offiziell als Staatsfeind und Faschist. Nach dem Fall der Mauer wird der Vorzeigedeutsche zum Idol des Ostens. Wir hören Heino gern, weil er so schöne heimatverbundene Lieder singt, weil die Grenzen auf sind und wir hoffen auf ein einheitliches Deutschland. Ich höre gern Heino, dass die Lieder volkstümlich sind und mit der Landschaft verbunden sind. Ich bin ein Heino-Fan, weil er fetzt. Heute singen wir mit Heino. Heino, die Stimme Deutschlands, vermittelt in Zeiten des Umbruchs ein Gefühl der Sicherheit. Auch wenn die Welt drumherum zusammenbricht, Heino wird immer derselbe bleiben. Nach der Wende haben wir natürlich auch anhand der Umsatzzahlen festgestellt, es war ein Riesenmarkt. Und seine Veranstaltung, seine Konzerte drüben, das waren Granaten. Heinos Bekenntnisse zu Deutschland sorgten jahrelang immer wieder für Schlagzeilen. Sang er doch in den 70ern auf Anfrage von Ministerpräsident Filbinger alle drei Strophen der Nationalhymne. Heimat ist das, wo ich geboren bin, wo ich groß geworden bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Freunde sind, wo meine Familie ist. Das ist für mich Heimat. Und Deutschland, ich bin stolz, Deutscher zu sein, das muss ich dazu sagen. Wir haben ein schönes Land, wir brauchen auf nichts zu verzichten. Wir haben Berge, wir haben Seen, wir haben alles, was uns hier in Deutschland glücklich macht. Ich bin hier stolz geworden zu sein. Heino hat alle Anfeindungen überlebt. Nicht zuletzt, weil er sich musikalisch gern ausprobiert. Mit seiner Rap-Version von Blaublüte Enzian gewinnt er ein neues, junges Publikum und stürmt die Charts. Heino, immer noch der Mensch von nebenan oder nicht längst Kunstfigur? Ich glaube nicht, dass er als Kunstfigur zu bezeichnen ist, weil er ja diese blonden Haare auch hat, wenn er in der Freizeit ist. Also nicht so, dass es ähnlich von irgendwelchen Grand Prix-Beiträgen Masken verteilt werden und hinterher sehen die alle ganz anders aus oder sich praktisch hinter etwas verstecken, weil sie sich selbst nicht zeigen wollen. Heino ist 24 Stunden Heino und wird sich auch 24 Stunden lang nicht verleugnen. 24 Stunden Heino und 24 Stunden im Einsatz, ob in Bad Münstereifel oder in Las Vegas. Die Fans aus Deutschland sind gleich mit angereist. Folgen ihrem Heino, wenn es sein muss, um die ganze Welt. Mit im Paket der hautnahe Kontakt zum Star. Mein Gott, das ist ja fantastisch. Oh, darf ich mal so? Ja, selbstverständlich. Oh. Hey. Aber geh mal nicht da unten dran. Da ist er ja schon. Einer der Höhepunkte der Reise. Das Magier-Duo Siegfried und Roy begrüßt Heino und Hannelore. Very famous, sehr berühmt sind sie inzwischen alle vier. Den Erfolg über vier Jahrzehnte, so Heino, verdanke er Bescheidenheit, Disziplin und harter Arbeit. Und als 100% Profi meistert er auch die Showbühnen von Las Vegas. In der Branche gilt er als einer, der mit nahezu überirdischer Perfektion seine Auftritte absolviert. Und am Himmel ziehen wilde Schwäne, fliegen einmal um die Welt. Heino war für uns eben ein Volksidol. Er hat die Volkslieder gesungen, er hat die Weihnachtslieder gesungen, er hat uns unterhalten. Und das hat es eben alles schon. Und Hannelore hat immer gesungen, bleib so wie du bist, das wünsche ich dir. Ich habe Glück gehabt. Wenn ich nicht das große Glück gehabt hätte, so viele Fans zu kriegen, die mir das ja alles ermöglichen, wäre ich ja heute gar nicht da. Also muss ich denen auch dankbar sein. Ohne meine Fans würde ich ja hier gar nicht sitzen. Und da kann man nur Danke sagen. Perfekt.
Na, gute Reise, ne? Heino, worauf freuen Sie sich am meisten an der Reise? Ich freue mich jetzt erstmal auf ein paar Tage Urlaub und ja, da freue ich mich am meisten. Urlaub? Hallo, und du? Ja, ich schlafe nicht mal aus, weil die letzten Tage waren sowas von oberstressig. Deswegen habe ich auch meine Tarnmütze an. Und ich denke, beim nächsten Mal schaue ich ein bisschen besser aus, wenn ich die Mütze weg habe. Aber wie sagen wir? Schiff auf hoher See nehme ich mit Kapitän auf die Reise. Für Heino wird diese Reise im Dezember 2003 zur härtesten seines Lebens. Die heile Welt, die er so oft besungen hat, bricht zusammen. Auf hoher See erfährt er, dass sich seine uneheliche Tochter Petra, zu der er ein sehr inniges Verhältnis hatte, umgebracht hat. Wenige Stunden später beherrscht diese Nachricht die Boulevardpresse. Weint er oder weint er nicht? Singt er oder fährt er nach Hause? Privatsphäre ist für den trauernden Vater ausgeschlossen. Aber es geht mir natürlich sehr schlecht, aber wie gesagt, ich habe ja keine andere Chance. Ich kann hier jetzt nicht vom Schiff springen und ich würde ihr auch nichts mehr nützen. Sie ist ja jetzt tot. In der Situation habe ich ihn eigentlich noch nie erlebt. Und er wird auch nie so vor den Menschen seine Trauer zeigen. Aber im Innersten seines Herzens und auch richtig... es wird noch applaudiert, weil wir gerade eine Fernsehsendung gehabt haben. Aber ich denke, er wird es durchstehen, ich hoffe. Heino funktioniert, wie er immer funktioniert hat. Das sei er den 1500 Fans, die wegen ihm auf dem Schiff gewesen seien, schuldig gewesen. Die eigenen Bedürfnisse nach Trauer und Rückzug stellt er zurück. Doch während des Auftritts fließen hinter der schwarzen Brille die Tränen. Natürlich war das schwer. Natürlich habe ich, wenn ich auf der Bühne stand, geheult. Und Handlow hat mich getröstet. Natürlich waren die Kameras hinter mir her, vor mir, hinter mir. Aber auch da muss man Haltung bewahren. Die Situation war, wie soll ich mich verhalten? Einige haben gesagt, so, das hätte man nicht machen können, auf der Bühne stehen, das hätte nicht gedurft. Der andere sagte mir, hat er doch wieder gut gemacht. So, ich muss es für mich selbst entscheiden. Ich habe es auch für mich selbst entschieden. Ich war mit meinem Gewissen im Reinen, weil ich mir gesagt habe, die Petra hat den Freitod gewählt und sie hat es so gewollt und der liebe Gott hat sie jetzt bei sich oben und sie hat es ja gewählt und sie wollte, ich glaube jetzt, der liebe Gott passt auf sie auf. Das Leben geht weiter. Die Show sowieso. Und trotzdem hat ihn die Karriere nicht verdorben. Heino ist stets gleichbleibend freundlich, ob zum Fan oder zum Kollegen. Kommen, ohne dich zu sehen. Es geht mir gut. Es geht mir besser, ja, gut, viel besser. Fototermin zwischen zwei Auftritten. Mit dem... ohne das. Lachen ist Wohlstand. Es wird nicht mehr gelacht. Heute gibt es nichts mehr zu lachen. Ja, und sehr schön. Ja. Wie geht der Handel besser? Mhm. Wunderbar. Einen Moment, dann haben wir das. Mitten im Sommer schnell noch die Silvesterfotos. Machen wir Silvesterfoto auch noch. Das war kein Sekt drin. Was ist das? Ein Schweinchen. Schweinchen. Wofür ist das? Auch für die Glück für Silvester. Also, so ist das? Ja, 9 Schweinchen. 4 Schüsse dann nochmal. Naja, dann will ich das mal. Will ich das ja mal für dich tun. Einmal ganz lange im Moment. Jeder, der diesen Job ausübt, weiß, dass die Spielorte oftmals 500 und mehr Kilometer auseinander liegen. Jeden Tag ein neues Hotelbett. Jeden Tag, wenn man hinkommt, kommen die Medien, kommen die Fans. All das muss bewältigt werden.
Und da wiederum ist Heino auch so eine Rosine, die es sich gefallen lässt, bis kurz vorm Auftritt noch Fragen zu beantworten. 40 Jahre Bühne. 40 Jahre immer funktionieren. Nun will Heino ein normales Leben führen. Seiner Frau zuliebe. Nach dem Herzinfarkt von Hannelore habe ich mir die Frage gestellt, muss ich mir das alles noch antun? Ich habe jetzt 40 Jahre Erfolg und so kann der Erfolg doch nicht enden, dass meine Frau jetzt im Krankenhaus liegt und ich jeden Tag von Bad Münstereifel nach Bonn fahre, was ich ja gern tue. Aber das habe ich nicht so als Sinn des Lebens gesehen, dass ich jetzt meinen Beruf weitermache und Hannelore da krank zu Hause sitzt, habe ich gesagt, so, ich mache weniger, ich mache keine Tourneen mehr. Ich bleibe zu Hause, Hannelore an meiner Seite. Ich will sie immer um mich rum haben. Man weiß ja nicht, wie alt man wird, wie viel Jahre wir noch haben. Ich hoffe noch viele, viele. Und das war der Entschluss. Da habe ich auch gar nicht mit Hannelore lange drüber geredet. Ich habe gesagt, so, jetzt Schluss, jetzt mache ich Feierabend. Heino kommt gleich. Herbst 2005. Die letzte Tour. Quer durch Deutschland. Jetzt wirst du nervös. Er habe sich nicht einfach davonstehlen wollen, sagt Heino. Inzwischen 67 Jahre alt und doch immer noch irgendwie derselbe wie damals, 1965, im Gasthaus von Quakenbrück, wo alles begann. Alles tue für dich und das wird bleiben sicher. So lange hätte ich mir die Karriere ja nicht vorgestellt. Aber wie gesagt, Ende, das war heute und es ist Schluss. Und wie gesagt, ich bin sehr traurig. Ich kann mir das zukünftige Rentner-Ehepaar Hannelore und Hans-Georg Kramm eigentlich nicht richtig vorstellen. Doch, kannst du dir vorstellen. Ach, doch. Aber es gibt ja, wenn die Hannelore kennt, weiß, dass ich nicht ganz zur Ruhe komme. Heino und Hannelore machen weiter. Im Unruhestand. Zu ihrem Café in Bad Münstereifel pilgern die Fans in Scharen. Vor allem, wenn der Hausherr, inzwischen Ehrenkonditormeister der Nation, samt Sohn und Ehefrau auf der Bühne steht. Heino ist längst ein Familienunternehmen mit Haselnusstorte und Gute-Laune-Garantie. Solange der liebe Gott mir meine Stimme lässt und die Freunde und Fans mich hören wollen, erklärt Heino, wird es immer heißen, sing mit Heino.